Was helfen uns die besten Autos, wenn wir in unseren Städten nicht mehr damit fahren können? Kalifornien ist immer noch sehr auf Autos fixiert. In San Francisco ist es etwas besser, obwohl es immer noch einen starken Fokus auf das Auto gibt. Wir entwickelten kleine Eisenbahn- und Bussysteme in unseren Städten. Und künftig werden Mobiltelefone und andere Anwendungen dieses breite Angebot an Zügen, Flugzeugen, Bussen und sonstigen Verkehrsmitteln ergänzen. Und jungen Menschen, die an einem Ort wie San Francisco leben, einen neuen Lifestyle bieten. Deshalb haben wir mit unseren Partnern, zum Beispiel MyCityWay und Embark, die unterschiedlichsten mobilen Anwendungen entwickelt, um die beste Möglichkeit aufzuzeigen, in einer Stadt von A nach B zu gelangen. Und das ist oft nicht das Auto. Nach San Francisco strömen viele junge Menschen. Sie wollen in einer Stadt leben, die keine große Verkehrsdichte aufweist, sondern eine größere Vielfalt an Mobilität. Sie interessieren sich wirklich für diese neuen Technologien, die einen anderen Lifestyle kreieren, als einfach nur drei Autos in einer Vorstadtgarage zu parken. Mir hat jemand erzählt, dass 30% des laufenden Verkehrs im Stadtzentrum gar nicht zielgerichtet ist. Die Fahrer kurven lediglich auf der Suche nach Parkplätzen um die Häuserblöcke. Stimmt das? Dieses Herumfahren verursacht viel Umweltverschmutzung und Verkehrsstaus, die für alle einfach nur schrecklich sind. Mit zu vielen Autos in den Städten würde es da nicht Sinn machen, diese zu teilen. Das bedeutet weniger Autos auf den Straßen und auch mehr freie Parkplätze. Um diese Parkplätze zu finden und zu reservieren, verfügen wir auch über eine clevere kleine App. Park Now. Park Now. Wir haben schon eine Menge erreicht, aber es werden noch weitere Innovationen folgen. Heute ist es schon leicht, eine Ladestation zu finden und seinen Wagen zu laden, und morgen wird es noch viel bequemer sein. Was kann mehr Spaß machen, als die Zukunft zu gestalten? Und zwar heute schon.